Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ich habe mir nämlich heute schöne Sachen geholt, nachdem ich in der Kirche war. Das waren doch ganz hübsche Sachen. Ich dachte, ich zeige die euch mal. Allerdings sollte tatsächlich ein bisschen heller sein. Ich war in einer Metzgerei, die heißt Heiniger Metzgerei und was weiß ich. Ich habe mir Bohnensalat geholt. Ich habe allerdings keine Gabel dazu gemacht. Und dann habe ich mir geholt, schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, das Fleisch schmeckt. Chili-Beißer und Pfefferbeißer. Ja, die sind schon etwas alt. Aber okay, schmecken ganz gut. Dann habe ich mir geholt bei Penny. Man muss das mal so halten, sonst ist das dunkel. War ich bei Penny? Und habe mir diesen Ready-to-Eat-Salat geholt. Der sieht so aus. Den fand ich schon attraktiv, lachte der mich an. Dann habe ich mir geholt ein Toastbrot, weil ich esse das eigentlich auch ganz gerne einfach so. Das schmeckt schon gut. Dann habe ich mir geholt Gummibären. Also die finde ich sehr lecker, diese orangenen Gummibären, die gefallen mir sehr gut. Da ist auch mein kleiner Hund als Gummibär zu sehen. Ja, wir sollten uns eigentlich ein bisschen beeilen, aber ich krieg das nicht so schnell hin, das zu zeigen. Ich setze mich mal auf mein Bett. Dann habe ich mir eine Kaffee Zutat geholt, diese Mini-Chinos, das sind ja, das ist so süße Hefekuchenschnecken mit Vanille Füllung und, na okay, die Schokolade hätte ich nicht gebraucht, aber mit Vanille und mit Schokostücken, sowas ähnliches wie Brioche-Teig, aber halt ein bisschen anders da, ein bisschen süßer noch und das schmeckt mir ganz gut eigentlich. Dann habe ich mir ein fertiges Toastbrot geholt, also mit Schinken und Käse. Dann habe ich mir geholt Brotaufstrich Geflügelsalat mit Mandarine. Weil irgendwie muss ich das Brot ja auch runterkriegen. Dann habe ich mir geholt Joghurtdessert. Da gab es halt diese Mertinger Milchhof in der Variante Himbeer. Auch interessant. Dann habe ich mir geholt einmal laktosefreie Milch, Elite laktosefreie Milch für eine Kaffeetasse zu machen. Ja, dann habe ich mir also bei Pennymarkt auch diese Goldkaffee geholt. Die heißt dort Magico Kaffee. Magico Gold habe ich mir geholt, weil diese mit Pulver und Milch, da ist mir zu wenig Kaffee drin eigentlich. Dann habe ich mir geholt eine Joghurt-Ecke. Oh, der kotzt hier rum, warum das denn? Hm. Weiß nicht. Ja, dann habe ich mir, ist meine Stimme eigentlich angenehm oder ist die ein bisschen unangenehm? Dann habe ich mir geholt Vanille-Cola. Ohne Zucker Vanille-Cola. Aber ich glaube, mittlerweile haben die da auch schon verarscht, dass dort auch Zucker drin ist. Ja, dann habe ich mir geholt ein Überraschungsei von Miraculous. Leider habe ich keinen Wasserkocher, sonst hätte ich mir auch diese Nudeln geholt, wo man vielleicht dann mit Wasser aufgießen kann von Miraculo. Dann habe ich mir eine Avocado geholt. Und eine riesige Flasche Multivitaminsaft, auf die
lege ich ja an meinen Einkäufen am meisten Wert. Dann war ich ja bei DM und bei Isana, bei Rossmann, weil ich wollte Haarshampoo kaufen. Da habe ich mir nochmal diese Milch- und Honigdusche geholt. Dann habe ich mir eine Haar-Repair-Cream Avocado geholt. Wegen der tollen Avocado da drauf habe ich mir das geholt. Das soll etwas sein zum Ausspülen. Zum Haare waschen wollte ich eigentlich John Frieda haben, aber ich habe es nirgendwo gefunden. Also habe ich diese Isana Fruit Fruit Vitamin Vitalitätsformel ohne Silikon mit Orange und Sanddorn. Also für mich kam es schon so rüber, wie als wäre es für Ältere. Vitalität? Ich weiß nicht. Dann habe ich mir geholt Soft Gold von Balea Creme Dusche. Dieses nach Rose und Mandarine. Ja, und zu diesem Parfüm wollte ich ja auch noch sagen, dass das dann immer in das Duschgel passt. Das ist dieses Spirit Duschgel. Das riecht nämlich, wenn man hinten drauf liest, auch It's a lovely bouquet of roses and orange blossom and it's creamy accords of musk and patchouli. Also das riecht auch nach Orange und Rose. Es gibt noch ein anderes, das riecht nur nach Rose. Dafür ist dann aber auch Vanille drin. Ach, vollkommen nach Firlefanz, aber ja. Dann habe ich mir noch geholt zwei Masken. Einmal diese Milk and Honey und einmal diese Iced Berries. Ja. Dann habe ich noch White Chocolate Duschgel. Dieses, das riecht auch wunderbar. Oh, mir fällt der Arm. Entschuldigung, aber der fällt mir mal ehrlich gleich ab. Och, habe ich noch was geholt? Also den Metzger hatte ich ja schon gezeigt. Sonst habe ich wirklich nichts geholt. Ich werde auf jeden Fall... Oh, der Hund freut sich über das Ü-Ei. Meine anderen Sachen habe ich übrigens von Miraculous habe ich tatsächlich vergessen mitzunehmen. Was ich aber immer noch habe, sind diese anderen komischen Ü-Ei SpongeBob Figuren. Ne, die waren in diesem komischen Pudding drin. Diese Miraculous, da hatte ich Cat Noir oder ne. Ach, das Guami von der, was weiß ich, was ich nicht hatte. Aber auf jeden Fall hatte ich das und ja, war schön anzusehen, aber ich habe es ehrlich mal vergessen. Ich hoffe, die haben das irgendwie noch verbrauchen können in eine Vitrine oder so oder irgendwem geschenkt, weil von der schon habe ich heute gar nicht benutzt. Ich habe nur ein bisschen Puder so und ein bisschen... draußen ist es so. Ach ja. Ja, die Wachsstreifen habe ich schon benutzt. Das kann ich auch mal zeigen. Also ich habe keine Haare mehr an den Achseln, weil die Wachsstreifen von Isana, die waren sehr, sehr gut. Die von DM, die sind manchmal ein bisschen störrisch. Also die sind schwierig. Diese von Isana, diese Wachsstreifen, die waren sehr gut. Die haben auch sehr gut geholfen. Zu meinem Gewicht kann ich jetzt irgendwie sagen, also ich sehe im Moment so aus. Eigentlich ganz normal. Aber wenn ich mich wieder ausziehen soll, dann kann ich das auch anbieten, weil dann könnt ihr mal sehen, ob ich jetzt von gestern auf heute irgendwie dünner geworden bin. Das könnten wir mal, also mein BH ist heute weiß. War der gestern auch schon weiß? Keine Ahnung. Mein schönes Top ist auch weiß, auf jeden Fall, naja. Ja, mal schauen, ob ich irgendwie abgenommen habe, ich weiß nicht. Am schlimmsten fand ich gestern meinen Rücken. Der sieht doch heute schon besser aus, oder? Findet ihr nicht? Die Taille ist ein bisschen eingesunken. Das ist halt, man kann positive Dinge nicht, negative Dinge nicht ins Positive erklären. Deswegen ist es schwierig mit allem.
Aber auf jeden Fall kann man sich etwas Negatives wünschen und das dann halt für positiv halten. Das wäre jetzt zum Beispiel wie, ich möchte jetzt unbedingt so dünn sein, aber es ist halt so. Ja gut, dann also ist es halt so. Und ja, ich finde der Bauch, der sieht schon ein bisschen besser aus. Aber mal schauen. Also, weiß bin ich immer noch und meine Augenbrauen sind auch immer noch schrecklich. Aber wenn man jetzt so guckt, also ich finde, es ist schon ein bisschen besser, wenn man von hinten guckt. Ich schaue mal mit, wie das aussieht. Oh, okay. Naja, also den BH habe ich nicht richtig zugemacht, aber naja, der. Naja, also, man kann auch nicht immer so aussehen wie jeder. Sich das denkt oder so, ne? Sonst gäbe es ja auf der Welt nur eine Person. Also manchmal sind die Personen anders, aber natürlich die Person, die dann anders ist, versucht auch das, was sie anders ist, irgendwo besser darzustellen als das andere. Also die versucht dann, sich besser zu erklären. Zum Beispiel, wie ich habe einen dickeren Hintern oder ich habe dunklere Haut oder ich habe halt dies oder ich habe halt das. Das ist immer so. Aber ja, irgendwann, wenn man zumindest mal älter ist, dann ist es einem sowieso alles scheißegal. Also wenn man jetzt so alt ist wie ich, dann kann man sich darüber nicht mehr so dramatisch aufregen, weil es einem eigentlich scheißegal ist. Also selbst wenn jetzt einer sagt, oh, dein Arsch hängt aber, dann würde ich mich jetzt nicht so da reinhängen wie ein Bekloppter. Und am besten noch nach Afrika oder so, damit ich irgendwo einen fetten Arsch habe. Aber halt, also bei, in Rumänien gibt es halt viele mit fetten Arsch, aber bei mir ist halt so, ich habe schon viel Fett am Arsch, aber ja, mit dem Alter sinkt das auch ab. Also klar, man schätzt sich die rumänische Puppe eigentlich immer gleich vor. Also sie hat, also die rumänische Puppe, die irgendwie hier ist. Dass sie so gelockte, dunkle, also braune Haare hat in meinem Fall, dass sie so ein bisschen, ja, gibt halt verschiedene Geschichten, wie die eigentlich auszusehen hat und was die sich denkt und so. Aber auf jeden Fall in Rumänien, das kommt auch darauf an, an welchem Ort sie ist und so. Und wenn das halt ein Ort ist, wo zum Beispiel halt jetzt so ist, dann ist es halt so mit dem fetten Arsch voll. Also irgendwo in der Landschaft oder so, da ist es mehr so, mehr auch so, ja, elitisiert oder elitisiert oder halt mehr reich oder so. Aber in der City oder so, ne, also wo man jetzt gar nicht hin will, da ist schon, denke ich mir mal, so fetter Arsch und so. Also die Frau hat einen fetten Arsch auf jeden Fall. Und ja, und braune Haut und die hat voll die Blondierung und so. Das sehen die dann so als sexy City und so mit viel Party und so. Also der fette Arsch, der ist das dann schon. Aber ich denke mir mal, irgendwo auf dem Land oder so, da ist es dann halt weniger, dass jemand die ganze Zeit einen fetten Arsch hat, weil, weiß ich nicht. Egal, also ja, das war so mein Haul. Meine schöne Honey BB Cream habe ich auch noch. Die riecht übrigens auch sehr nach Honig. Also ich war ja eigentlich nicht so, aber jetzt fand ich dann doch das eigentlich wieder ganz gut. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich mir gekauft habe. Ich habe nicht nur die absoluten Barbie-Produkte gekauft, weil ich mir dachte, naja, also ich bin ja jetzt auch nicht, dass die bei mir zu Hause ist oder so. Oder dass ich ein komische Kinderparty schmeiße. Aber ja, so ein paar Sachen, die sind schon ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen rosa und so. Und ja, deswegen haben die mich interessiert. Mir tut das dann auch immer sehr, sehr leid. Aber ja, man kann sich natürlich nicht von jedem alles immer abspeisen lassen und so. Und deswegen, ja, hoffe ich, es hat euch auch so gefallen. Und ja, vielleicht interessiert ihr euch auch mal irgendwann für mich? Das wäre ganz schön. Ich weiß, das mit dem Hund ist dann ein großes Problem, weil ich denke mir, andere Probleme sind schon
davor stehend und die sind schon anders und die sollte man erstmal erledigen, bevor man jeden Hund erledigt. Also das ist halt so, naja. Ich meine, diesen Mensch Markus oder so, der hat ja auch, sag ich mal, übertrieben bei uns. Und deswegen, also man kann nicht jedem eigentlich dann eigentlich nur sagen, dass der nichts mit Leuten anfangen soll, wo so aussehen und so. Aber bei Markus war es halt, sag ich mal, lustig, weil der hat schon alles gehabt und so. Und der hatte dieses Haus in Langen mit Pool und der war schon der Kracher und so. Und der wusste auch, dass ich aus einer reichen Familie komme und dass ich da ein langen Pferd hatte und dass ich das halt deswegen scheiße fand und so. Ja, meiner Meinung nach wäre ich fast von dem schwanger gewesen, weil wir haben uns mal getroffen und ohne Kondom geschlafen. Für mich ist zum Beispiel das sehr traurig, dass Markus einfach nicht mehr da ist, weil ich habe mir einfach, sage ich mal, von der Nummer wesentlich mehr erhofft. Aber ich meine, wie der abgegangen ist und so, das war schon ein bisschen, ja. Ich habe mir gedacht, also vielleicht fahre ich dann halt nochmal an Langener Waldsee und so. Und wir quatschen nochmal ein bisschen so am Lagerfeuer oder so, aber das war dann halt auch alles nicht mehr. Und ja. Also von den Leuten, wo ich jetzt kannte, da mochte keiner diesen komischen Puff und keiner hat mir so die Beleidigungen in die Fresse geschoben, wie jetzt also der. Und ja, ich mag den nicht und ich finde die selber lustig. Also ich tue die mal so abwerten, wie die gar nicht rumänisch sind oder gar nicht irgendwas und so, wie die eigentlich gar nichts können. Und deswegen, also finde ich schon ein bisschen schade. Aber ich kann nicht so lange machen, das Video. Ich hoffe halt auf jeden Fall auf einen schönen Sommer irgendwie und irgendwo auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche mir halt unbedingt ein Auto, am besten diesen blauen oder gelben, grünen, irgendwas, Cruiser, Beach Cruiser und so. Und das ist halt schon, naja, finde ich schon scheiße, aber man kann halt mal abwarten eigentlich. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und bleibt schön gesund. Tschüss!